der Spaziergang wird ungefähr 2 Stunden dauern. Wir werden jetzt doch keine Öffi-Karten brauchen, wir werden alles zu Fuß gehen. Es hat ganz gut geklappt eben im Vorfeld. Wenn ihr noch nachher noch was loswerden wollt, das ist auch jederzeit auf der Facebook-Seite möglich. Ihr könnt euch natürlich auf der Homepage und per Mail bei uns melden, falls noch irgendwas sein sollte, falls ihr noch Anregungen habt oder Kritik. Wenn jetzt alle einen Plan und die Geräte haben, können wir mit der ersten Station starten. Okay, wer möchte was sagen? Ich wollte nur sozusagen der Vorschlag, also ich bin, wenn man so will, der Autor dieser ersten Station, der Gestalter. Und mein Vorschlag wäre, einfach mal anhören und danach, ich bin da, alles was in die 8 Minuten nicht reingepasst hat, gibt es eine Fragerunde, wer will, und dann gehen wir, und während dem Gehen kann man natürlich auch drüber reden und fragen. Aber jetzt hätte ich gesagt, hören wir es uns an. Gehörgänge. Hörbare Stadtspaziergänge an Orte politischer Selbstberechtigung. 36 Kinder kommen in Österreich jeden Tag zur Welt, denen etwas Wichtiges für ihr Leben in Österreich fehlt: die österreichische Staatsbürgerschaft. Damit wird durchschnittlich eines von 6 Babys in Österreich als sogenannter Fremder oder Fremde geboren. Der Grund liegt im österreichischen Recht. Österreich hält beim Erwerb der Staatsbürgerschaft per Geburt strikt am Abstammungsprinzip fest. Das war lange Zeit ein Problem, die Staatsbürgerschaft bei den Unverheirateten ist von der Mutter übertragen worden und nicht vom Vater. Warum? Natürlich, also nicht explizit ausgeführt, aber implizit steckt dahinter die Vermutung, man weiß ja nicht, wer der eigentliche Vater ist, aber von der Mutter weiß man immer, wer die Mutter ist. Und das ist ein Problem, da ist Österreich auch verurteilt worden. Es hat internationale Verpflichtungen nachvollziehen müssen, und das ist eines der Änderungen, die in der letzten Novelle zum Staatsbürgerschaftsgesetz mit berücksichtigt worden ist, aber trotzdem auch wieder nicht komplett. Falls es Fragen gibt, einfach im Spazierengehen anquatschen. Station 8. Ich will nicht betteln, aber dürfen muss ich. Das Recht, andere um Hilfe zu bitten. Marie-Hilfer-Straße 42 bis 48. Altes AKH, Spitalgasse, Ecke, Alserstraße. Im Moment läuft Wiener Linien scharf. Angeblich ist es, um das Essen von Kebab und Leberkässemmel zu verbieten in der U-Bahn. Aber die Aktion scharf betrifft auch sehr stark Bettlerinnen. Und es gibt auch einen Paragraphen der Straßenverkehrsordnung, Paragraph 78, kennt sicher jeder und jede von uns. Der regelt nämlich ganz wichtig den Verkehr auf Gehsteigen im Ortsgebiet. Und wer, so wie wir jetzt, aber das ist kein Gehsteig, unbegründet stehen bleibt, und ob was unbegründet ist, das liegt in der Entscheidung des Polizisten oder der Polizistin, der hat dann als Minimum 100 Euro Strafe oder 50 Stunden Ersatzfreiheitsstrafe, also Haft abzusitzen, für einmal unbegründet stehen bleiben. Wenn man dabei auch bettelt, kann es sein, dass sich das gleiche mal verdoppelt auf 200 Euro und 100 Stunden, und nach oben ist es irgendwie mehr oder weniger fast offen. Station 2. No border, no nation, stop deportation. Zivilcourage und Aktivismus gegen Abschiebungen. Polizeianhaltezentrum Rosauerlände, Rosauerlände 9. Und dann war jetzt natürlich die große Frage, was passiert mit einer Fluggästin, mit einem Fluggast, der da dabei ist, die da dabei ist. Und da gibt es Drohungen von den Fluglinien, ganz massiv, dann immer wieder im Flugzeug, dass dann die Stewardess oder der Pilot sagt, also wenn sie sich jetzt nicht hinsetzen, dann müssen sie bitte das Flugzeug verlassen. Und ein Knackpunkt an dem Ganzen, so wie ich das sehe, ist auch, aus welchem Grund sage ich, wenn ich im Flugzeug bin, ich möchte jetzt nicht mitfliegen. Und das hat ja der Sebastian Kugel auch in seinem Statement gemeint, das ist kein sicherer Flug. Die Person würde verhindern, dass das Flugzeug das ist eine unklare Situation. Und ich glaube, das könnte der Hebel sein, zu sagen, nein, ich weigere mich jetzt nicht hinzusetzen, weil ich nicht will, dass der abgeschoben wird, sondern ich will nicht mit dieser Person mitfliegen, weil ich Angst habe. Und wenn eine Person Angst hat, mitzufliegen, dann kann man sie wahrscheinlich auch schwer klagen und sagen, aber du hast jetzt den ganzen Flug verhindert, verzögert etc. Wir stehen vor der ehemaligen
ehemaligen ÖGB-Zentrale, die neu ist im Katamaran, falls das irgendwie bekannt ist. Und wir haben uns einerseits aus praktischen Gründen entschlossen, nicht in die Donaumarina zu fahren. Andererseits, weil ich finde, es ist auch ein tolles Gebäude und zeigt, was beim ÖGB passiert ist. Also es gab ja den berühmten BAWAG-Skandal, danach wurde das ganze Areal hier verkauft und jetzt ist es, finde ich, sehr, wie soll ich sagen, nicht mehr sehr einladend. Vielleicht zum Beitrag selbst. Also zum ÖGB gibt es natürlich wahnsinnig viel zu sagen. Ich habe mich jetzt konzentriert auf die neuen Beschäftigungsverhältnisse und genau, viel Spaß beim Anhören. Welche Nummer? Achso, Nummer 3. Schöne neue Arbeitswelt. In dem Gebäude, vor dem Sie stehen, wurde österreichische Geschichte geschrieben. Die Geschichte der Sozialpartnerschaft, einem Erfolgskonzept der Nachkriegszeit. Hier haben sich Vertreter der Gewerkschaften getroffen und sich für die Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern stark gemacht. Station 4. Wahlrecht für alle. Politische Teilhabe und Staatsbürgerinnenschaft. Verfassungsgerichtshof, Freiung 8. Und das Thema ist Wahlrecht für alle, nämlich Wahlrecht für tatsächlich alle. Ganz kurze Erklärung, Freiung 8 ist jetzt der Sitz des Verfassungsgerichtshofs. Historisch war er aber am Judenplatz 11, ums Eck. Wir haben uns aber entschieden, wegen der Kulisse die Station hier zu lokalisieren. Aber jetzt würde ich mal sagen, hören wir uns gemeinsam Station Nummer 4 an, Wahlrecht für alle, politische Teilhabe und Staatsbürgerinnenschaft. Also ich bin jetzt bei den Gehörgängen mitgegangen und es war sehr interessant. Also es waren verschiedene, 4 oder 5 verschiedene Stationen. Eigentlich bei allen Stationen interessante Infos und auch gut, dass danach noch irgendwie drüber geredet worden ist. Und du kommst nächste Woche zum nächsten Spaziergang auch? Wenn es sich ausgeht, bin ich dabei. Wir haben insgesamt 12 Audiobeiträge gemacht für unseren Audioguide und alle gibt es als Download unter www.gehörgänge.at. Da gibt es auch 7 Beiträge davon als Gebärdensprachen-Video zum Download und es gibt eine App bei Hieronymus. Und wenn man sich die runterlädt, dann hat man auch alle Audioguides. Den zweiten Spaziergang gibt es in bisschen mehr als einer Woche, nämlich am nächsten Sonntag, den 22. September. Da gehen wir um 16 Uhr los und treffen uns bei der Punkerhütten, das ist im 15. Bezirk. Nächste Woche gibt es zu entdecken, was es mit der geplanten Ungemütlichkeit auf sich hat, wo der erste Textilarbeiterinnenstreik oder der erste Arbeiterinnenstreik Wiens stattgefunden hat. Was gibt es noch? Ja, und wir erzählen noch was über die Geschichte der Rosa-Lila-Türkis-Villa.